Hello from Newcastle. Es ist bitterkalt, es regnet in Strömen. Warum bin ich heute hier? Ich treffe den Abwehrboss von Newcastle United. Wir schauen mal, wie er sich hier eingelebt hat, wie er wohnt und vor allem, was er an diesem englischen Wetter schätzt. Also, kommt mit. Herzlich willkommen bei meiner Geschichte. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Du hast mir verraten, du wohnst noch gar nicht so lange hier in diesem Haus. Wann seid ihr hier eingezogen? Das war eigentlich Ende letzter Saison. Also davor waren wir 4 Jahre in einem kleinen Apartment, würde ich sagen. Mhm. Und jetzt haben wir uns unser Zuhause hier gefunden. Ja. Ja. Sehr, sind sehr, sehr zufrieden. Ja, ja, das glaube ich dir. Du bist jetzt, glaube ich, 110. Gast. Wir waren selten in einem so gut eingerichteten Haus. Dieser englische Stil. Dankeschön. Ich bin ein großer Fan davon. Wer hat denn das Haus hier eingerichtet? Es muss ja viel gemacht werden, glaube ich. Ne? Ja, also ich hatte grundsätzlich Hilfe von einer Interior-Designerin. Mhm. Meine Freundin und ich haben dann mit ihr das quasi so ein bisschen umgestaltet, wie wir das machen wollten. Wir wollten auch nicht zu viel ändern und so. Wir wollten schon, dass wir halt auch schnell uns hier befinden können. Genau. Und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr happy. Was war dir speziell denn wichtig? Ich meine, wir können ja mal gucken hier, ne? Wohnzimmer. Ja, ich glaube, für mich ist wichtig, dass wenn du reinkommst, dass du dieses Wohlgefühl hast, ja, dass du dich wirklich schnell wohlfühlst. Ich höre das jetzt auch von meiner Familie oder Freunden, die hierher kommen und dann sagen, dass sie das relativ schnell auch kriegen. Ja. Und das empfinde ich auch so und einfach das Zuhause sich wohlfühlen. Und das, glaube ich, ist uns sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ja, ja, das ist tatsächlich. Ich habe dich vorhin gefragt, ob das der Fernseher ist, weil ich eigentlich dachte, es gibt sicherlich einen größeren Fernseher noch. Ne? Gibt es auch noch. Ja, den habe ich da im Augenwinkel gesehen. Wir können ja mal rüberlaufen. Da, warum habt ihr 2 Fernseher direkt nebeneinander? Gut, das ist so ein bisschen englisch, sage ich mal. Die haben ja oft so ein Wohnzimmer und dann noch ein Wohnzimmer und ja, so. Und das eine ist so vielleicht mehr um, keine Ahnung, Gespräche und alles ja, so. Und ja, das andere ist jetzt, wollte ich halt einfach wirklich so eine Chill-Area, wo wir so abends Zeit verbringen können. Ja. Dann schauen wir mal drüben bei dir in der Chill-Area. Hier ist auch der größere Fernseher, ehrlicherweise. Ja. Ein paar Trophäen, die hier stehen. Man of the Match. Das wird ja hier in England schon nochmal ganz anders zelebriert als in Deutschland. Ne? Also in Deutschland ist das jetzt nicht so eine große Auszeichnung, bei euch in England schon doch schon wesentlich größer. Ne? Ja, ich würde schon sagen, vor allem so Fernsehspiele und so, die, ja, die zelebrieren das schon ziemlich. Schön, dass ich auch, war schon ein paar Jahre her, dass ich mal so einen gekriegt habe, aber ja, den habe ich jetzt, sind auch, finde ich, ganz schön anzuschauen, darum ja, stimmt, ja, musste ich den schon irgendwie aufbewahren. So. Du bist ja jetzt schon einige Jahre hier in Newcastle. Wie lange hat es gebraucht, dich hier einzuleben? Also ich muss sagen, ich habe mich wirklich schnell wohlgefühlt, ja, so von der ganzen Stadt, mhm, vor allem von den Leuten hier. Ich finde, die Leute sind hier in England, vor allem in Nordengland, extrem freundlich. Die machen es einem sehr einfach, sich wohlzufühlen. Und auch im Verein habe ich mich eigentlich gut wohlgefühlt, hat Spaß gemacht. Und ich habe mich wirklich von Anfang an sehr wohlgefühlt. Klar gab es dann sportlich Auf und Abs, was es dann ein bisschen schwieriger vielleicht macht, aber grundsätzlich so mein Gefühl, hier zu sein, ist auch, was ich heute sage, ist schon so mein Zuhause geworden, so mein zweites Zuhause auf jeden Fall. Ja, aber das ist schon eine gute Aussage. Ben, du hast mir verraten, du hast das Haus hier gekauft. Bedeutet das im Umkehrschluss, solltest du irgendwann mal deine Karriere beenden, dass du dir auch vorstellen könntest, in Newcastle leben zu bleiben? Also ich habe halt gelernt in meiner Karriere, dass immer kommt es anders, als man denkt. So, ich habe mir schon immer gesagt, ich würde langfristig natürlich in der Schweiz leben, was einfach mein Zuhause ist. Ich habe auch immer mal gesagt, ich will da auch aufhören, Fußball zu spielen. Was sich jetzt vielleicht auch ein bisschen geändert hat, so, es kommt einfach so, ich lasse einfach vieles auf mich zukommen und ich fühle mich grundsätzlich im Verein sehr wohl und ich bin auch der Möglichkeit sehr dankbar und ich weiß, dass ich, glaube ich, auch vielleicht in Zukunft so eine Möglichkeit hier bleiben zu können kriege. Und dann muss man schauen, was kommt oder was möglich ist und das ist alles noch ein bisschen in Zukunft, aber ich lasse alles auf mich zukommen. Weil du gerade gesagt hast, in der Schweiz, vielleicht wäre es dann der FC Basel oder ist es egal? Nee, schon. Also ja, FC Basel ist halt so, wo ich, also eigentlich FC Wien bin ich so groß geworden, ist so mein Heimatverein, aber das ist halt zweite Liga. Aber bist du auch, glaube ich, ein Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat? Genau, Verwaltungsrat jetzt neuerdings, da kann ich jetzt gar nicht mehr Fußball spielen. Nee, aber sonst schon ist FC Basel da, wo ich so meine Schritte in wirklich die Professionalität gemacht habe. Ja. Was mich überrascht hat, wir haben ja den Garten draußen gesehen. Der ist riesig, es steht aber gar kein Fußballtor da. Spielst du nicht ab und zu hier ein bisschen Fußball? Nee, also die Bälle, die du da siehst, die sind auch von den Nachbarn, die da die Bälle rüberschmeißen. Nee, also ich glaube, ich habe genug Fußball, genügend Spiele und ich muss da jetzt nicht noch irgendwelche Bälle zu Hause haben. Oder so. Ich habe mir auch sagen lassen, dass, weil wir hier gerade auch bei dem Fernseher stehen, dass du gar nicht so der Typ bist, der ganz, ganz viel Netflix von morgens bis abends schaut,
sondern dich auch anderweitig beschäftigen kannst, speziell in der Corona-Phase. Sollst du so ein Lego-Ding gebaut haben? Ich glaube, die Freiheitsstatue Amerikas. Steht die hier irgendwo noch? Ja, die steht noch. Also ja, ich habe in der Corona-Zeit so einiges, so ein bisschen kleine Sachen auch ausprobiert. So Paint by Numbers habe ich da auch gemacht. Dumme Sachen wie jetzt hier. Die Lego-Statue. Wie lange hat es gedauert? Ehrlich gesagt, nicht lange, weil es hat mir echt Spaß gemacht. So. Und ich war dann so echt ein paar Stunden auch dann dran und dann so 2-3 Tage oder so immer am Abend das gemacht. Und während der Corona-Zeit hat man einiges halt ausprobiert. Ja, irgendwie die Zeit vertreiben. Ja. Letzte Frage jetzt hier noch zur Küche. Ich meine, hier stehen auch einige Blumen. Ist es jetzt nur so, weil wir da sind oder ist es immer so aufgeräumt hier? Nee, grundsätzlich glaube ich schon, dass es immer mehr oder weniger so aussieht. So natürlich Blumen und so, das ist vielleicht nicht mein Part. So, oder? Naja, viele Frauen sagen schon dein Part, ne? Also nein, natürlich, aber ich sage auch so Details und so, das kommt jetzt schon weniger von mir und so, aber es macht es halt einfach heimelig, würde ich sagen. Ja. Und Ordnung grundsätzlich ist schon etwas, was mir jetzt auch wichtig ist und so. Ja. Der Elfmeter muss ich jetzt verwandeln. Wie oft besorgst du Blumen für deine Freundin? Ja, ich glaube ja zu wenig. Nee, ja, schon versuch mal ab und zu, aber ich glaube, sie muss mich noch machen, also daran erinnern, so ich könnte mal wieder oder so. Aber, ja. Sie grinst schon da. Ja.